Ja gut, also jetzt sind wir hier in der Kiesgrube gefahren. Aber ich würde das auch irgendwie gerne mal erleben, so vom Beifahrersitz. Können wir machen. Dass du mal fährst. So der Profi. Der den Weltrekord machen will. Genau. Fährst du mal weiter? Mach ich. Das Schöne ist wirklich bei diesen Fahrzeugen, das ist eine geniale Basis für alles Extreme. Das ist, ich würde sagen, ungeschlagen. Wirklich ungeschlagen. Okay. Weil die Verschenkung der Achse so gut ist, oder? Überhaupt das Antriebskonzept, ja, spektakulär. Und dazu zählt auch die Verschränkung, ja. Das ist hervorragend. Deshalb wird es ja auch weltweit eingesetzt, das Fahrzeug. Egal für was für Organisationen, Operationen, ja. Und diese Geländegängigkeit, die das Fahrzeug jetzt, wie du es gefahren hast, leer hat, die hat es auch beladen. Mhm. Ja? Das heißt, ob du hier 5 Tonnen drauf hast oder 15 Tonnen, das Auto macht dasselbe. Und das ist genial. Ja, jetzt sitzt du auf dem Navigatorplatz. Das heißt, ihr fahrt zu dritt hier drin? Wir fahren zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechst und hier zu siebt. Hier drin. Ja. Das kommt ganz drauf an. Zu sechst? Ja. Wie auf denn? Dem ganz linken Sitz. Ja. Können zwei Personen nebeneinander sitzen. Auf dem Sitz, wo du sitzt, eine sind drei, hier neben mir vier, Fahrer fünf, hinter dem Beifahrersitz sechs und hinter dem Fahrersitz sieben. Das ist natürlich Worst Case und das wollen wir nicht immer. Aber bevor es gelaufen wird dort oben, sitzen die Leute lieber da. Wir liegen und schlafen in Zelten, haben ein Basislager, das ist das Höhencap 1 auf 5300 Meter, haben dann Höhenlager 2 auf 6100 Meter und unser Höhenlager, von dem aus wir dann auch den Rekordangriff machen, ist auf 6300 Meter. Da nehmen wir auch das ganze Trinkwasser mit, die Ersatzreifen, Ketten und so weiter. Vielleicht hast du schon mal unter Sauerstoffmangel trainiert. Machst du Sport? Ja. Ja? Also momentan nicht so viel, wie man sieht, aber. Okay. Falls du Lust hast, nur wenn du willst, ich habe eine Maske. Ja. Das ist eine Sauerstoffmaske. Die habe ich mal ein bisschen zugetaped. Das heißt, wenn du dir die aufsetzt und an deinen Mund ranpresst, dann simulierst du quasi, wie wenig oder wie schwer es ist, die Luft in die Lunge zu bekommen. Okay. Und wenn du dir vorstellst, das über mehrere Tage und dann noch unter großer Anstrengung zu machen, dann kannst du so ein bisschen ermessen, wie es uns gehen wird. Okay, mach ich. Aber so rum, ne? Genau, das geht dir auf die Nase. Und zieh die Stripes ruhig richtig fest. So, und jetzt musst du dir vorstellen. Aber ausatmen geht normal. Ausatmen geht normal. Das kann ich natürlich jetzt nicht gut simulieren, aber das Einatmen, ja, dass du merkst, wie schwer es ist, die Lunge zu füllen. Und. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft, ja. Und also ich bekomme kaum Luft. Eben. Genau das ist es. Das ist ja auch das, was viele eben nicht kennen. Ja? Aber so schwer ist es, die Lungen zu füllen dort oben. Und das musst du dir jetzt unter Belastung vorstellen. Du musst dir das vorstellen unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Leistungsverlust. Und vor allen Dingen immer und immer wieder. Es wird ja nicht besser. Es wird schon besser nach einigen Tagen Akklimatisation, wird es besser. Aber es ist nie einfach. Also hier steht der andere? Jawohl, hier steht der 4x4, der 40M. Auf den ersten Blick sehr ähnlich, würde ich sagen. Ja, sehr ähnlich. Es ist ein 4x4 Antrieb. Ja. Hat 6,9 Liter Hubraum, 340 PS etwa. Und beide Fahrzeuge, das ist ja ein australisches Fahrzeug, das ist ein englisches Fahrzeug, also UK, Australien-Ausführung, können wir dann koppeln zu einem 10x10. Ach so, also ihr macht quasi einen richtigen Zug raus. Wenn es notwendig ist und ganz hart auf hart kommt, können wir einen 10x10 bauen. Ganz erst vorne? Das kommt auf die Situation an. Kann sein, dass er vorne ist. Beides. Es geht beides, ja. So ein Roadtrain quasi. Aber ein extrem Offroad. Extrem. Ich glaub, der erste nicht ganz so schnell, aber wirklich extrem. Matthias, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel gelernt, war mal eine andere Erfahrung für mich. Und wenn du einen brauchst zum Fahren, ich bin immer da. Soll ich anrufen? Einfach anrufen. Alles klar. Mach ich. Tschüss. Ciao.
Der ewige Höhenweltrekord für Fahrzeuge. Das Ziel der Ojos del Salado, ein Vulkan in den Anden auf der Grenze von Chile zu Argentinien. Die Höhe 6730 Meter plus X über normal Null. Das Extrem, der höchste befahrbare Punkt der Welt. Die High Altitude Truck Expedition 2017. Zwei MAN-Trucks fahren zum Kraterrand des höchsten aktiven Vulkans dieser Erde, dem Ojos del Salado. Leiter der Trakhön-Expedition ist Matthias Jeschke. Mit seinem 12-köpfigen Team ist er 2 Monate unterwegs. Die MAN-Trucks transportieren 2 Schutzhütten für Bergsteiger auf die Höhen von 6150 Meter und 6500 Meter. Diese Schutzhütten gelten dann als die höchste Bauwerksleistung und als neuer Bauwelt-Höhenrekord. Im Team sind 2 Kriegsveteranen, die sich trotz ihrer Einschränkungen den Herausforderungen stellen und mit der Aktion Spenden für Veteranenstiftungen einwerben wollen. Die Trucks basieren auf der MAN-Serie und sind für die Expedition mit Spezialteilen ausgerüstet worden. Fortsetzung folgt auf unserem Blog und auf Facebook. Höher geht es nicht. Beim Weltrekord für die Ewigkeit.